Ja Leute, hier kommt erst der DT1 auf der US-Richtung. Hoffentlich kommt der DT1 Richtung für Tathöhe. Der, wenn es den Zeichen zeigt, der müsste jetzt der DT1 kommen. Und der untere ist der G1. Deswegen kann man gut erkennen, wenn sowas den zeigt. Dann weiß man auch, aha, das kommt der DT1. Tja. Wir sind echt aufgeregt, Leute, Freunde. Dieses Video ist für Freunde und für YouTuber auch, für ÖPNV-Kanal. Heute ist sein letzter Verabschied. Heute letzter DT1 in Nürnberg. Heute 14.01. Der kommt gleich. Ungefähr. Der kommt gleich dann. Das ist der Fahrplan. Das wisst ihr. Eine Minute kommt der. Gleich kommt die 6 in 2 Minuten. Die Verspätung. So, es ist für mich einmal anders, nicht nur das. Sondern langweilig. Und dieses Video mache ich auch für meine Oma auch. Jetzt kommt er. Moment. Sehr gespannt. DT1. Leider geht's. Ja, leider schon. Ja, ich wollte gleich. Leider Enttäuschung. Eingestellt die DT1-Wagennummer 624. Auf die Gleise Einrichtung, dort Einsteigen. Das Sound mit mir. Das Sound-Apparat von der DT1. Einsteigen bitte. Ich kann keine Automatik sagen. Bitte zurückdrehen bitte. Vorsicht. Ja, umso mehr bin ich erfreut, dass es noch meine Ansage gibt. Der Münchner U-Bahn, DT1. Typ A in München. Die Nürnberg ist DT1. Ja, wahrscheinlich wollen wir eine Ansage. Nächster Halt, Lorenzkirche. Zur Innenstadt, bitte hier aussteigen. Lorenzkirche. For City Center, please leave the train here. Schauen Sie mal aus dem Fenster. Als Besonderheit besteht hier die Tunnelverschalung aus Stahlelementen. Jetzt war bis für Tathöhe. Der DT1. Ja, und der DTA hat die Lampen mit der Gitter und sie hat kein Gitter, der DT1. Der Nürnberger U-Bahn. Und sie hat immer Kofferablagen hinten. Lorenzkirche. Leider ist mein Besuch verpeilt. Ich wollte gleich rufen, die DT1. Soll man sich lieber mit dem schweren Wagen fahren, anstatt ja komplett abstellen? Sound. Wie schön ist das Abstellen? Zurückdrehen, bitte vorsichtig. Das ist auch wie Münchner U-Bahn. Ja, bitte nicht an die Türen lehnen. Ja. Und hier kann man auch wahrscheinlich auch so wie Münchner U-Bahn. Der Typ A. Nächster Halt, Weißer Turm. Im Jahr 1978 erreichte die U1 die Altstadt, was zu einem Fahrgast führte. Während der Bauarbeiten stand der Weiße Turm am Stellzug. Und Leute, diese Ansagen werde ich gleich dann auch auf der Rückfahrt
und die, sag mal, die Elevation, also die U-Bahn. Und 1972 die Münchner U-Bahn. So ungefähr. Münchner U-Bahn wurde 1972 gebaut. Alles gleich hier. Dieser DT1 wurde in München gekauft. Dann hier wurde umlackiert. Hier kann man wahrscheinlich auch den Trick auch zeigen. Kann man den Trick auch zeigen. Ja, nein, lass es lieber. Lass es. Das ist der gleiche Sound wie in Münchner U-Bahn. Einsteigen bitte. Ja, genau. Ich musste erstmal. Bitte zurücktreten, Vorsicht am Zug. Nächster Halt, Plärrer. Wir steigen mit dem Halt zwischen U2 und U3 zu den Straßenbahnlinien Uhr und Schäfer. Diese Ansagen kommt gleich vor, wenn der abfährt. Und gleich die Ansagen noch früher als in Münchner U-Bahn. Kommt dann gleich dann, wenn er abfährt. Das könnt ihr eigentlich gut aufnehmen. Aber das macht geht auf G1. Die Intera. Bis für Tatür fahren wir dann. Ja, so schauen Sie diese Tür. Ja, schau den erstmal auf. Der Abfahrt bleibt ganz wahrscheinlich da. Einsteigen bitte. Da kommt der Abfahrtssignal in Münchner U-Bahn. Kommt der Abfahrtssignal hier. Bitte zurückdrehen, Vorsicht am Zug, zurückdrehen bitte. Ich halte mich schon hier fest. Da, die G1. Der letzte Fahrt. Lübeck. Sehr schön. Nächster Halt. Auf den Spuren der ersten deutschen Eisenbahn folgt die U-Bahn seit 1980 der Straße. Also, diese Ansagen ist der Stefanie Krämer, der Ansage Stimme der VAG Nürnberg. Verkehrsaktivgesellschaft von Nürnberg. Ja, die 1 und noch diese Wahlplatzanzeige gewünscht. Ist anders, natürlich. Leute. Ja, auch diese Kameras hier. Also in Typ A, Typ A gibt es keine Kameras. Typ B und C1 und C2. Endlich haben zum Glück den Typ A erwischt. Ja, DT1 erwischt. Bitte einsteigen. Der Leiter. Und hier sagt bitte zurückdrehen. Hier sagt eigentlich auch bitte zurückbleiben. Wie Münchner U-Bahn. Was haben wir kommt jetzt? Nächster Halt, Lehrerstraße. Ich möchte hier gleich alle komplette Ansagen aufnehmen von der Stefanie Krämer. Ja, das ist halt auch in München auch so. Gibt es immer noch heutzutage. Ja, auch genauso wie in München. Der Typ A. Hier sagt man DT1. Bärenschanze. Das ist Bärenschanze hier.
Einsteigen bitte. Bitte zurücktreten, Vorsicht. Bärenschanze. Maximilianstraße. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Hier befand sich neben dem ersten Straßenbahnbetriebshof und dem ersten Elektrokraftwerk die sogenannte Straßenbahnvilla, die Verwaltung der Nürnberg-Fürther Straßenbahn. Und zum Glück fährt heute noch der alte DT1 und der DT2 fährt nicht mehr. Die schon wurde leider in den Ruhestand gebracht. Die DT1 wird ab morgen zum Ruhestand gebracht. Ja. Zum Glück sind wir extra nach Nürnberg gefahren wegen dieser DT1. Und ja. Maximilianstraße. Dieser Türsound kommt wahrscheinlich hier oben raus. Hier in Münchner U-Bahn. Ich wollte ihn schon mal aufnehmen. Das mache ich mal. Jetzt zurücktreten, Vorsicht. Hier soll eigentlich bitte zurückbleiben, sagen die Münchner U-Bahn. Ja, bitte zurückrichten, aus Standard, das gibt es nicht mehr, leider. Ist die erste, die einzige gefunden? Eberhardshof. Eberhardshof, hier eine DT1. 100 Jahre nach der ersten Pferdebahn ersetzt die U-Bahn 1908. Und diese Ansagen nehme ich später auf, auf der Rückfahrt. Warum gesagt, dann könnt ihr es besser verstehen, was genau die erzählen. Der Geschichte aus der Nürnberger U-Bahn von 1972 bis 1972. Bis 2022. Wieder raus. Und hier. Und dann dieser DT1. Wird nun als Kurzzug, leider kein Langzug, in Münchner U-Bahn. Ja. Eberhardshof. Kommt mal als kurze Fix. Ja. Einsteigen. Ja, nächste halt führt Bauchbahnhof, glaube ich. Nächster Halt. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Bereits ab 1967 wurde als erste Bauvorleistung für die U-Bahn die Hochbahnstrecke zwischen Muggenhof und Stadtgrenze gebaut. Der G1. Das ist auch mal der G1. Ja, da war jetzt bei den Ringen auch das scheiße. Ja, die war zu spät, mal da vorne. Ja, paar Schrauben noch gehört. Ja, aber das ist doch ein Schussgang. Ich muss das anders. Ich vielleicht mal fahren. Ob sie irgendwie dazu, dann macht man das nicht. Guck mal, tut man lieb. Rollbahnanzeige wäre auch besser gewesen. Und toll, jetzt habe ich mir eins noch gefunden. Noch weiter in Deutschland. Zurücktreten, bitte Vorsicht am Zug. Oh.
AG. Nächster Halt, Stadtgrenze. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Zwischen 1972 und 1981 fuhr bereits die Straßenbahn im Vorlaufbetrieb die Hochbahnstrecke. Zurücktreten, Vorsicht am Zug. Josef kommt dann noch mit der Taktik 1 vorbei. Vielleicht, wenn der kommt, kommt wahrscheinlich eher nicht. Warte. Da fährt jemand gerade, ja, der hofft, dass da die T1. Zu den Buslinien. Ausstieg in Fahrtrichtung links. 1982 war hier die erste Endstation der aus Nürnberg kommenden U-Bahn. Die Hornschuhpromenade war für 3 Jahre zentraler Busbahnhof. Der Mann hofft, dass er die T1 kommt. Mal gucken, ob das wirklich stimmt. Ja, G1 da. G1. Hier ist der nächste Rest. Also, gut, Informationen zu Ansage. Vierte Tür muss leider absagend aufzunehmen. Jetzt machst du erst wieder auf der Rückfahrt. Ansage auf bis Langwasser Süd. Felix, ich gehe kurz Wagen fassen, schauen, welches Baujahr. Wir schieben 1984. Ja. Jakobinenstraße. Jakobin. Einsteigen bitte. Bitte zurücktreten, Vorsicht am Zug. Ach, Fazit da. Mai. Mai, ich hab so einen Scheißtag gehabt. Ja, und diese Einzeltüren hat insgesamt 16 Türen. Nächster Halt, Fürth Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zur Regional- und S-Bahn und zu den Buslinien. Next stop, Fürth Main Railway Station. Change here for local trains and bus services. Am Tag genau 150 Jahre nach der ersten Fahrt der ersten deutschen Eisenbahn erreicht die U1 den Fürther Hauptbahnhof im Jahr 1985. Frechheit. Warum, wenn wir auch ins Geschwindes landen, können wir vielleicht nochmal dran lassen. Das ist jetzt. Wir lackieren uns jetzt auch. Ja, Motor und Teile laufen zuverlässig. Na und? Wo ist das Problem? Das geht in den Mund ganz viel. Einsteigen bitte. Das ist auf jeden Fall mich noch mal auch genau. Bitte zurücktreten, Vorsicht. Der Rube.
Halt Rathaus. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Nach 13-jähriger Pause wird 1998 die Erklärung 1972 bis zu 1992. Erreicht 2007 die U1 in Kurt ihren Endpunkt.
ja, Leute, das war's mit dieser U-Bahn-Tour auf der U1. Jetzt nehme ich die komplette Ansagengeschichte der U1, wie der U-Bahn nach Nürnberg kam. Und ich nehme alle Ansagen auf und die Sonnenansagen, ja, und die Geschichten. Das nennt man Nürnberger Geschichten. Und dann die DT1 und ja. Das war dann der Fahrt mit der DT1 von Hauptbahnhof bis Fürth-Harthöhe. Ja, wir fahren noch eine Fahrt. Jetzt gucken wir noch diese Überraschung noch der Abfahrt der DT1 in die Abstellgleis. Oh mein. Wahrscheinlich kann man nicht mitfahren, weil schon müssen alle aussteigen. Wenn sie es bestimmt sagen, weiß ich. Stimmt, zur Abstellanlage, weiß man nicht. Ich glaube, die werden nicht erlauben. Ich weiß nicht, ich mich da ein bisschen aus. Ja. Wir fährt gleich wieder zurück. So, der Abfahrtssignal, der fährt gleich dann, Leute. Der wird gleich. Der fährt jetzt wieder zurück. Den könnte man jetzt wieder einsteigen. Ja, Leute, der DT1-Wagen von der VAG Nürnberg. Das Baujahr steht hier unten sowieso. Dort steht das Baujahr 1984. Wie München U-Bahn DT1. Und ja, jetzt nehme ich die Ansagen auf von der U1 und Geschichten. Wenn es euch das Video gefallen hat, dann bitte like das Video. Da würde ich mich freuen. Und ja, ciao. Und hier ÖPNV-Kanal.